So, hier bin ich wieder, geliebter Twitch-Chat. Musik ist heute wieder ein Banger. Ey, danke. Die Musik ist ja immer die gleiche Playlist, also, ne? Alter, was gutes Timing. Ist ja voll geil. Ey, Let 420. Vielen Dank für deinen Sub, Mann. Willkommen. Danke dir. Nice. Wir sind Jungle. Die Rolle, für die wir gecute haben. Haben wir dieses Mal zumindest erhalten. Jetzt ist es Zeit für 1v9. Zeit für irgendwie sowas wie K6, alle muten und dann 1v9 machen, ja. Oh well. What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one? If I say. Ich spiele mal so eine schöne Runde Seju 1v9, mal was Neues. Ja, aber Seju ist halt scheiße, ne? Ist so geil, damit 1v9 zu machen, wenn du einen schlechten Champion pickst. Du wirst auch niemals aus so einer starken Rolle wie Jungle einen Tank picken, weil Tanks sind immer Supportive-Charaktere. Und Jungle ist einfach die beste Rolle zum Carryen. In Solo-Queue. Da willst du nicht unbedingt, ja, einen Support, einen Tank picken halt. Mal nicht empfehlen. Written. Können wir tatsächlich auch Hecarim spielen, Kindred spielen gegen Hecarim Yone? Wäre okay. Ich will mal nur, ich will Kha'Zix spielen. Rocket. Ich glaube, ich darf ja sogar Textspiel spielen, oder? In Ruhn, weil die Gegner bis jetzt kaum CC. Bisschen ja, aber nicht viel. Should be fine. Change and adapt. You're a pretender. What if I say I will never surrender? We shall never surrender. Müllrunen. Alles klar, Blanco Fische, vielen Dank für deine Meinung. Freue ich mich, Mate, freue ich mich. How long will I slide? Ah, ich sollte vielleicht schon in der Nestete gehen, aber na. Müllruhen, what the fuck? Ja, Leute, die Rune-Page, die solche Leute wie Lurox, Argurin, Selfmade und so spielen, findet halt. Blanco Official Müll. Dementsprechend ist hier wahrscheinlich Müll. Wir bedanken uns bei ihm für seine Meinung. Schluck Wasser drauf, er schluckt Tee drauf. On the other side. On the other side. So. Zeit für ein Rühnchen auf dem Käfer. Let's see what we can do. Egal, aus Prinzip Streamsnipen mit Low Master Account. Ja, dann mach doch, hä? Rein mit dir, Blanco. Du bist ein sympathischer junger Mann. Gönn dir, mein Dude. Du wirst mir aber so eine Klatsche mit versetzen. Ich kann es nicht erwarten. Oh Mann, hier, er gibt mir Free Content. Nein! Nein!
Gib mir doch nicht free Content, ich bin ein Streamer. Nein! Stopp! Take it on the other side. Take it on. Oh, wir ganken Toplane. Oder Full Clear. Ich hab auch die Twitch Jumi dann zu ganken. Die werden leiden. So. Alter, was für ein cooles Symbol. Beim Standard-Skin. Scheiße, sollte man niemals isolierte Camps smiten, ne? Immer halt Wölfe, Crux oder sowas. Zu nice, isolierte Camps zu machen. Was mit dem großen Wolf zu smiten gibt's oder so sind. Hier eben könnte mich invaden. Ja, wenn ich Stream-Snipe werde, lol. Hat er auch direkt mal nutzlos, hätte den Grump einfach sterben lassen können. Kostet mich ein bisschen Zeit. Gut, wir fein doch. Komm, wir jumpen einfach rüber. Alter, ich bin mit dem, ich hab Q gedrückt, wurde der Minion blockt und dann wurde mein Command gecancelt oder was? Ah, ich hab ein bisschen Angst vor dem Pony. Nein, der Bro-Drop für deinen Sub, willkommen. Danke dir. Ich muss kurz raustermen, jemanden Permabannen. Da muss ich mir ja nicht geben, ne? Don't have to do this. Oh fuck, ich hab ein bisschen zu früh gequeued. Ich bin noch nicht ganz isoliert. Nein, Botlane. Weil ich meine, ich kann die Krabben contesten. Vielleicht ist sie auch schon gone. Wenn ja, ist fein. Wenn nein, ist gut. Don't really, doesn't really matter. Okay, können wir Spot nehmen. Ich bin ein Camp vor Hekarim, ist das nicht geil? Noch ein Smite vor Hekarim. Das heißt, der macht die Krabbe schneller als ich. Gerade gewardet, ist eigentlich nicht der beste Gank-Enkel. Ja, wir resetten einfach in Botside. Haben unsere Camps zu respawnen. Nicht mal bad von Seraph, Mann. Wave ist halt Loki fixed, ne? Kann nur versuchen, sie halbwegs runterzuziehen. Aber wird nicht wirklich was bringen. Ah, ja, er muss noch resetten. Seine Camps sind noch nicht respawned auf Botside, leider. Oh, what? Das ist ja richtig gut. Mach doch vom Busch aus. Not good. Ah, wenn er vom Busch aus macht, können wir den Action töten, I think. Das ist ein Bummer. Das ist ein großer Bummer. Das wird doch eigentlich dann mit dem Clear ändern. Ich glaube, ich werde es einfach danach hier wieder Recon, einfach Topside nehmen.
Bitte stirb rechts. Ach, nein, nein, nein. Das war nicht gut. Nicht genug Damage gehabt von dem Kack. Fick. Muss Botlane covern für den Dive? Das sollte fein sein. Ekel muss noch recallen. Ich kann nach meiner Topside-Camps noch gehen. Aber jetzt kann ich eigentlich auch nach oben parfen. Und jetzt, wo ich den Wolf gefällt habe, muss ich nicht recallen. Mit einer Schande leben. EK carry again. Er hat einfach einen Assist. Ja, yep, er carried. Wenn das die Maßstäbe sind, dann. Puh. Oh no. Sehr früh in der 2 Minute. Ein Blue Buff. Mit meinen Contesten und ich den seinen. Die Frage ist, ob Cassio, Pantheon hier sein wird. Ich habe hier sehr schön isolierte Camps. Blue von Gromp, I like those. Ich habe hier Smite aufheben für Gromp, den könnt ihr auch in Contesten kommen. Für Blue sollte er nicht rechtlich da sein. Können wir eigentlich hier fighten? Dann kann der Move mit Ult. Ich gebe mich extrem viel von Gromp und Yone. Okay, er hat nur den Stack geholt. Not bad. Unser Blue sollte weg sein, aber ich krieg ein Camp mehr. Ich könnte den Herald machen, in der Theorie. My Wall. Den Herald sag schon, den Drake, genau. I felt this way before. Ich kann es gerne Top-End abusen. Ein Camille-Ult. Und dann machen wir Herald. Relativ leichte Ganks. Level 7, not bad. Wir kriegen Dive Botlane, dann mache ich einfach Herald sofort. Nein, der Roland für deinen Subgift, vielen Dank, Mann. Willkommen, Leute. Weil er will jetzt niemals stayen. Er weiß, dass ich Herald habe. Confusing, what? This real. Yay, yeah, jetzt noch ein bisschen weiter farmen. Herald Turm holen irgendwo. Zumindest Playdings. Hab ich Godwinker in Base. Eigentlich will ich Herald fast beschwören wollen, erst wenn ich Godwinker schon habe. Ja, wo ist Power Spike? Finde ich sehr, sehr cool. Immer so ein bisschen eine schmale Gratwanderung zwischen vier Ganken und Farm, wenn du weißt, dass du relativ wahrscheinlich geghostet wirst. Yeah.
Kann ich überhaupt noch? Haben das Level 7 und zurückgeultet. Oh mein Gott. Ich hätte gar nicht flashen sollen. My bad. Schade, Mann. Ich hätte es besser spielen müssen. I guess ich hätte den ersten Jin-Schuss blocken können. Ich dachte eigentlich, stand davor, aber es hat irgendwie trotzdem auf Twitch getroffen, weil der weggenockt wurde. My bad. Hier ist eine volle AD, also gehen wir mal. Tanky, ne? Kann man Frozen Heart auf K6 kaufen? Warum eigentlich nicht, oder? Ability Haste? Gegen Full AD Team? Aber der Stance ist schon besser. Was straight Death Dance kaufe, ist bestimmt einfach wild. Ich sollte doch um einige stärker sein als Hikarim. Ah, Pantheon ist einfach der Roamer, Mann. Der Typ ist überall. Mit Zeraphod könnte ich vielleicht sogar defenden. Vielleicht, come on, dass der Pantheon noch da ist. Der Typ ist ja so bomb wie nein. Keine Ult habe, um das zu fighten. Scheiße, ich wollte reinjumpen und den Jon töten, aber Pantheon hat mich bereits umgeboxt. Ja, jetzt muss ich Harold sofort beschwören. Eigentlich muss ich sofort Toplane laufen. Ja, der Pantheon, fuck, das ist geil. Aber wir haben später Yumi auf irgendjemandem drauf. Das sollte schon noch was wert sein. Alter, ja, er ist auf der ganzen Map. Hätte ich mal so gespielt letztes Game. Ja, so ein Toplane laufen, Harold beschwören. Gegner werden Botlane gehen für Drake. Und Pantheon sollte jetzt auch wieder Botzeit laufen. Du bist an 12 von 14 Kills beteiligt, der Pantheon. Hier ist ein bit 1v9. Nein. Tank bitte den Turret und dive ihn. Ja, aber lass mich tanken und. Das macht es um einiges unangenehmer. Warum pinkt jetzt mich, hä? Was? Hä? War der beste Plan, den wir hatten. Du Monkey. Monkey. Meine wunderschönen Camps auf Botside. Sind sie alle weg? Actually, alle gone. Ja, wir gehen definitiv wieder Topside. Sharpening my claws. Haben wir verkackt ihren Reset? Spampingt ihren eigenen Turm? Kein sympathischer Look. Wir müssen trotzdem Topside spielen. Topside ist ein little bit doomed. TP doch zurück oder irgendwas, Kamel. Like, ich bin einfach nicht mehr zu glücklich zu stellen. Pantheon ist 1v9 und der Typ refused. Like, okay, whatever. Keine Worte. My bad. Apparently. I side with my superhuman. Ja. Wildes Game. Komplett an Pantheon, Mann. Echt gut gecarried. So viel Midlane gekillt im Early Game. Danach alle Plays gematcht. Ich guess, ich hab zu viel gefarmt. Warte, der 5. Daddy Carry mit Lane.
You still call me Superman. Renner, Flash für den Fun-Moment. Ja, I don't know, was da heute für Games sind, Mann. Like, kein Game ist ansatzweise playable nach 5 Minuten. Kein Game ist auch nur ansatzweise playable. Irgendwie. Passiert immer so viele schlechte Dinge instantly. Da will keiner mehr spielen, alle schreiben nur noch im Chat. Und dann kriege ich auch noch an irgendeinem Punkt. Auch zwei schlechte Flashes gehabt. Aber ich stehe 3-4-1. Ich meine, ich bin nicht gut dabei, aber what is what is happening? Oh well. I guess it is what it is. Action einfach raus. Jetzt werden wir noch sterben dafür. Oh. Emma hat da gefleischt und gegelfost. Ich glaube, immer noch guten Damage, Mann. Dass der Herion da besiegen kann, ist ja mindblowing. Ja, it's a wild one, die geliebte Chat. Send your lol, Bros. komm mal auf mich rauf, Julian, das erste Mal dieses Game. Würdest du dich da sehen? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß doch, dann erst die spielen sollen, ha, guys. Ich nie Gorgic ja durch, bevor ich sie bin, aber eigentlich ist das auch egal. Like, wir sind so far behind. Komm jetzt den Zeitpunkt über Rune nachzudenken, ist eigentlich auch müßig. Wer da nicht gewonnen schottet, wenn wir nicht, 22 Kills behind wären. Und 7 Turrets. 14 Plates. It is what it is. Not bad, einige Shutdowns. Jimmy kommt zu mir und wir versuchen den Ezreal zu catchen. Oder Pantheon. Ezreal ist sogar dahinter. Hans ist auch noch gestorben. Er pinkt den Drake, als ob er noch ab wäre. Meine Güte. Nice. Genau auf Twitch gehen, wenn du noch auf der Map bleiben möchtest, Yumi. Ich hab einen Reset-Angle. 1000 Gs. Shutdown bekommen, not bad. Ich gehe jetzt vielleicht trotzdem noch Black Cleaver. Wir haben auch relativ viel physischen Schaden, aber. Hoffentlich ging es darum, erstmal Armor zu kriegen gegen deren von der AD kommt.
Nichts mit Camillo spielen. In die Uppers können wir Leute catchen. Davor auch möglich, aber härter. Vielleicht auch hier wieder schon kaufen, maybe. Nice, ich kann noch ran rechtzeitig. Yay. Haben zu lange für Yone gebraucht, der war Full Tank. Der Stance, Shield pushiert. Gehen da jagen dazu mit ihren Spells und Ults. Aber nicht wirklich unerwartet. Haben wir das in Kauf genommen. Alter. Kein Geld aus, töte ihn. Nein, vielleicht auch so, dass du ihn noch hitten kannst. Oh. Ich hab nicht mal den Jhin gekillt. Ja, nicht unrecht, die Jumult war nicht optimal, aber er hätte noch die Typen töten können mit einem besseren Flash da. Ja, wir hätten alle besser spielen können, dieses Game. War ein wildes mal wieder. Können nochmal Ezreal töten, at least. Lol, er hat Nash gesteht. Okay, wir gewinnen das Game. Er war Nash gesteht. Unser Game jetzt. The fuck, wie geil. Was ist das random? I love it. Er ist schon wieder hinter mir. Phantom ist der beste Spieler. Oh, ich muss das Camp smiten. Ah, gut. Glaube ich, vielleicht am Death Dance. War close aus. Was ein Game. Ist ja so geil. Diese Games sind alle so random, I don't know. I guess jetzt das Play mit random Nash-Stil von Zeraph Q Ult. Not bad. Nicht zu spät resetten. Wir müssen für Drake gehen. Ich hab keine 400 Gold, bis Drake up ist und ich muss eigentlich auf der Map sein, also. Kaufen wir uns den besten Ball mit dem Gold, den wir haben. Ah, Svet ist jetzt schon wieder gefarmt. Wo ist der Panther? Der ist am meisten spooky. Aha. Ja, versucht viel mehr zu sammeln, aber wow. Also kommt wer für mich. And that is all she wrote. That is a GG. Schade. War eigentlich ein theoretisch guter Fight, aber wow. Haben nur Hikrim gekillt mit der Twitch-Gumi-Kombination. Die sind zuerst gestorben, Pantheon. Um die Yone können wir Backline zerstören und das sollte eigentlich Game sein. Auch wenn sie nicht enden können, nehmen sie 3 Inhibs, aber sie sollten enden können. Der Pantheon solo killt einfach Twitch-Gumi. So war wie nein, der Dude. Noch überall auf der Map, tötet alle. An 30 Kills beteiligt der junge Mann. Er hatte Impact. Der hat sich bewegt auf der Map komplett an ihn.
Wild. Ja, danke dir, der Typ. Vielen Dank für deinen Sub. Danke dir. Ja, ne, it is what it is. Na, next. Hätte er mehr Toplane ganken sollen. Hat der Botlane so dumm war, einfach straight. Lives durchziehen. Vielleicht Camille wenigstens stark kriegen. Aber hat Pantheon einfach auch gut beantwortet, honestly. Pantheon war sehr aktiv.